So, und dann sage ich mal, willkommen zu einem komplett anderen Real-Life-Video. Tja, ich wurde im getaggt von meinem Let's Play-Kollegen namens Ökologe oder Wekologe. Auch ein ziemlich guter Let's Player, könnt ihr gerne mal vorbeigucken, macht auch ziemlich geile Videos, dass man richtig hinsitzen. Und ja, da ich jetzt getaggt wurde, darf ich ein paar Fragen beantworten und am Ende bestimme ich ein paar Leute, die auch getaggt werden, damit dieser Schwachsinn niemals endet. Und ich muss mich ein bisschen beeilen, denn ich will jetzt kein 30-Stunden-Video machen. So, wie gesagt, ich bin nicht so gut im Bild. So. Das sind einfach nur 10 Fragen und ja. Ich fange mal an. Frage Nummer 1. Wie alt bist du und wann hast du mit dem Zocken angefangen? Ich bin 22. Sieht man mir hoffentlich nicht an. Und angefangen mit dem Zocken habe ich mit exakt 6 Jahren. Beziehungsweise habe ich da den Game Boy Pocket gekriegt, was meine erste Konsole war. Frage Nummer 2. Was hat deine Einstiegskonsole Game Boy Pocket? Und wie kamst du zu ihr? Wie gesagt, am 6. Geburtstag von meinem damaligen, das ist jetzt ein bisschen böse, aber damaligen besten Kumpel. Und da war noch Super Mario Land 2 dabei. Genau, Super Mario Land 2. Ich hatte auch den 1, aber ich glaube, den habe ich später mal dazu gekauft. Und ja, bei dieser Party habe ich mehr gezockt als gefeiert. Aber ja, mit 6 Feiern ist nicht gerade so episch, deshalb will ich's mal durchgehen. Frage Nummer 3. Welche Games hast du im Kindesalter gern gespielt? Das waren The Legend of Zelda Link's Awakening, Pokémon Blau und Gelb und noch ein paar andere Pokémon-Games, aber ich weiß nicht, wie es gerade so Kindesalter so spezifizieren kann. Ich bin ja immer noch ein kleines Kind. Zumindest geistig. Ich würde mal sagen, so bis 10 Uhr war es auf jeden Fall ja, die genannten Spiele. Dann alle möglichen Super Mario Games. Dann Yoshi's Island auf dem Super Nintendo. Den habe ich auch später noch dazu gekriegt. Auch noch später im Kindesalter. Und ja. Deswegen meistens gezockt und sonst war ich draußen in der Natur. Denn ich wohne auf einem ziemlichen Dorf und ja. Selbst wenn das Kind lieber mal draußen, weil alles schön ist, alles frische Bergluft. Ja, nicht direkt Bergluft, aber naja. Da ist es nun mal so, dass man als Kind öfters mal draußen rumrennt und wenn man älter wird, bleibt man vom PC kleben. Ihr wisst ja, wie das ist. Gut, das war Frage Nummer 4. Frage Nummer 3, sorry, ich bin ein bisschen langsam heute. Frage Nummer 4. Welche Games spielst du momentan am häufigsten? Momentan die Games, die ich gerade Let's Play, wo ich aber selten dazu komme, sie zu bearbeiten, hochzuladen, zu rendern, zu machen und tun und alles, denn da bin ich meistens ein bisschen faul. Sonst zocke ich gerade ziemlich gern Darksiders 2 auf der Wii U. Die Demos von Monster Hunter 3 Ultimate, die hoffentlich die auch bald rauskommen, die Games. Zocke ich die Demos gerade auf 3DS und auf der Wii U. Richtig, richtig schnell, ich freue mich übelst drauf. Und sonst, ja, das war's, da ich ein bisschen viel mit Schule, Arbeit und auch mit ein paar anderen Hobbys, zu denen ich auch später komme, ein bisschen beschäftigt bin und ja. Naja, ein bisschen zum Zocken komme ich hier immer. So, Frage Nummer 5. Nenne die aktuellen Top 3 Spiele aller Zeiten. Puh, schwer zu sagen. Also 2 auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen klischeehaft, aber Kingdom Hearts 2 und Final Fantasy 7. Einfach wegen der genialen Story, wegen den faszinierenden Charakteren, wegen der tiefgründigen Story, wegen alles und wegen Cloud, wegen Sephiroth. Wegen epischen Kämpfen, epischen Bosskämpfen. Was sonst zu Top 3 weiß ich jetzt gar nicht, was ich noch dazu zählen könnte. Vielleicht Yoshi's Island von Super Nintendo slash GBA slash mittlerweile auch DS. Da ich es einfach liebe, mit Yoshi rumzuhüpfen und Eier rumzuschießen. Ich finde es einfach so geil. Ja, gut. Das will ich mal zu den Top 3 Spielen aller Zeiten meiner Meinung nach zählen. Zumindest die Games, die ich gezockt habe, ich bin nicht gerade so der Call of Duty, dann weiß der Geier was Fan. Gut, weiter geht's mit Frage Nummer 6. Von welchem Game hättest du gerne eine Fortsetzung? Ich würde normalerweise sagen,
von Kingdom Hearts 2 auf Kingdom Hearts 3. Aber die Frage ist wahrscheinlich eher so gestellt, auf welches Game man gerne eine Fortsetzung hätte, die es nicht geben wird, aus irgendwelchen Gründen, weil die Story fertig ist, weil sehr wenig Nachfrage da ist. Und von Kingdom Hearts 3, also das wird es auf jeden Fall geben, auf PS3 oder PS4 wahrscheinlich eher. Storytechnisch ist er schon bekannt. Wer es nicht weiß, ich spoilere mal lieber nicht, denn das ist, ja, eine ziemlich interessante Wendung. Gut, sonst hätte ich gerne eine Fortsetzung vielleicht von Darksiders 2, da mir das Spiel ziemlich gut gefällt. Allerdings weiß ich nicht, wie der 2er aufhört, ob es da so ein richtiges, gutes Ende gibt oder ob es da weitergeht. Und sonst hätte ich verdammt gerne eine Fortsetzung vom alten Devil May Cry. Nicht dieses DMC möchte gern Ding, ich finde es irgendwie eigenartig. Ich habe es noch nicht richtig gezockt, aber für mich ist das nicht Dante. Sonst keine Ahnung. Gut, Frage Nummer 7. Welche Hobbys bzw. Leidenschaften pflegst du neben dem Gaming? So, das eine zeige ich euch gleich mal. Könnt ihr mal gucken, wie gut ich in der Zeit bin. Wunderbärchen. Tja, das ist eins meiner Hobbys. US-Serien bzw. Fernsehgucken. Kennt ihr hoffentlich alles? Two and a Half Men. How I Met Your Mother. Big Bang Theory. Californication ist ein bisschen unbekannt, aber auch ziemlich gut. Dann Beavis und Butthead. Ich hoffe, das kennt ihr nicht, denn dann würdet ihr den größten Rotz ever anziehen. Aber ich finde es irgendwie total witzig. Dann Dexter und The Walking Dead. Da Zombies doch irgendwie ziemlich cool sind. Gut, erstmal gucke ich das, dann noch Breaking Bad. Ich stelle es mir wieder so hin. Ich will ja nichts angeben hier. Dann gucke ich noch ziemlich gerne aktuell Breaking Bad. Dann Derek, nicht dieser 80er Jahre Mächtige in Columbo, sondern Derek, das läuft aktuell noch in Amerika oder Großbritannien, glaube ich eher. Und sonst gibt es noch eine Serie, die mich wahrscheinlich ziemlich interessieren wird, aber ich habe es nicht richtig angeguckt. Das heißt Vikings und da geht es um Wikinger und ja, bisschen um Machtkämpfe auf hoher See im, keine Ahnung, welchem Jahrhundert, keine Ahnung. Ja, erstmal ganzen Tag Fernsehen gucken ist ein großes Hobby. Und ein zweites Hobby, was man wahrscheinlich schon gemein. Okay, sieht man wahrscheinlich nix. Ich nehme euch mal wieder mit auf weite Reise. Ja, ich bin ein ziemlich großer Anime-Fan. Ich glaube, meine Bude habe ich noch gar nicht so richtig gezeigt. Aber sieht man wahrscheinlich gar nichts. Auf jeden Fall bin ich ein ziemlich großer Manga- und Anime-Fan. Und daher kann man schon sich davon ableiten, dass ich ziemlich viel Mangas und Animes guck, also Mangas lesen, Anime guck. Und auch dem Cosplay nicht so ganz abgeneigt bin. Ist auch ein ziemlich geiles Hobby. Da will ich jetzt mal so ein paar Bilder so einfügen, damit ihr da ein paar Impressionen bekommt. Und ja, ist ein ziemlich geiles Hobby, macht wahnsinnig viel Spaß, werde ich auch nächste Woche wieder mal auf weite Reise gehen zur LBM, zur Leipziger Buchmesse, wo ich wieder ein paar alte Sachen auspacke und ein geiles Fotos mache und bestimmt ein hammergeiles Wochenende habe. Gut, das war das. Dann weiter mit Frage Nummer 8. Welche Konsolen einschließlich Handhelds besitzt du? So, da sind wir eben unterbrochen worden, da die Kamera ausging. Wunderbar. Ja, die Technik, die kennt man ja von mir. So, wir waren stecken geblieben bei Frage Nummer 7, hatten wir schon, Nummer 8. Welche Konsolen einschließlich Handhelds besitzt du? Das sind Game Boy Color, habe ich glaube ich noch irgendwo. Game Boy Advance. Game Boy Micro. Ich zähle mal dazu. Dann DS. 3DS. GameCube. Super Nintendo. Wii U. Das war bisher nur von Nintendo. Das sind schon mal 8. Dann habe ich noch eine PS2. Und jetzt müssen wir selbst gucken. Ja, das war's. Ich hatte noch eine Xbox 360, aber die hatte ich mal verkauft. Ja, so würde ich mal sagen, aktuell gerade 8.
Neun, ich kann nicht zählen. Und ja, mit diesem Kasten, mit diesem schönen, wunderbaren Gamer-PC, Gamer in Anführungszeichen, sind es 10. Ja, 10, genau. Frage Nummer 9. Nenne deine Top 3 Spieleserien. Die weiß ich, aber ich weiß nicht, ob ich die direkt zu Spieleserien zählen kann, denn das sind nicht solche, die Teil für Teil eine weiterführende Story haben, sondern so, ja, abgeschlossenes Game, dann noch ein abgeschlossenes Game, noch abgeschlossenes Game. Da würde ich mal zu den Top 3 Spieleserien meiner Meinung nach die Final Fantasy Reihe einfügen, auch wenn nicht gerade jeden Teil gezockt habe, aber die, die ich gezockt habe, finde ich ziemlich gut. Dann Kingdom Hearts auf jeden Fall, das ist übelst episch, übelst spannend, hammergeil. Und sonst noch, ja, muss ich sagen, da schwanke ich ein bisschen zwischen der Tales of Spielereihe, die ja auch so Final Fantasy mäßig so abgeschlossene Games sind, da kommt noch eins und noch eins und noch eins und da wird alles in einer Familie zusammengefügt. Entweder das oder das in Europa ein bisschen leider unbekannte Persona. Also Shin Megami Tensei, Persona, Dingsums, da gibt es ja auch mittlerweile einen Haufen geiler Spiele. Macht auch verdammt viel Spaß zum Zocken, ist auch ziemlich geil. Zwar leider alles auf Englisch, aber auch eine ziemlich geile Spieleserie. Ja, ein bisschen unbekannt. Und ja, wie gesagt, das sind nur die Games, die ich kenne. Also vielleicht ist Assassin's Creed, finde ich, vielleicht besser. Da habe ich nur den ersten Teil gezockt, deshalb kann ich nicht so richtig dazu zählen. Oder Call of Duty, Battlefield, Far Cry, Fallout, GTA. Also diese ganzen größeren Spiele, die habe ich nicht so richtig gezockt, deshalb kann ich die nicht so direkt rein beurteilen. Deshalb, ja, einigen wir es mal auf die 3 bzw. 4. So, und Nummer 10. Last but not least, finde abschließende Worte zum Thema Gaming. Soll ich das sagen? Da würde ich mal sagen, okay, das kann ich vielleicht noch loswerden. Ich hoffe, dass irgendwann wirklich jeder in den Kopf reinbekommt, dass Nintendo richtige Spiele macht und keine Kinderspiele. Ich kenne heute nur verdammt viele Leute, die haben gegen Nintendo bzw. der Wii oder Wii U oder sonst was die übelste Vorurteile. Da fliegt mir das Blech weg. Finde ich ziemlich schade eigentlich, weil die machen verdammt geile Spiele. Jetzt gibt es ja auch schon, ich glaube, Black Ops 2 gibt es auch schon bei der Wii U, wenn mich nicht alles täuscht. Und Dark Souls 2 ist auch ein bisschen heftiger und sonst gab es auf der Wii auch schon etwas krassere Games oder ein bisschen, ja, sag mal, actionreiche Games. Und ja, das geht leider den meisten Leuten nicht so direkt in den Kopf rein, dass es auch richtige Games sind und wir keine Kindergamer sind, nur weil wir keine PS3 haben. Finde ich ziemlich beschissen. Vor allem, wenn wir so 10-jährige Kinder haben. Oder 13, 14, ich weiß nicht. Also diese Art Kinder, die den ganzen Tag auf der PS3 Battlefield zocken und ja, denen es hauptsächlich wichtig ist, Leute zu töten, anstatt eine tiefgründige Story zu zocken. Was mir schon ein bisschen Sorgen bereitet. Aber naja. Die Kinder der Zukunft sind mir sowieso ziemlich alle egal. Außer, dass sie meine Rente zahlen, aber ja, ist ein anderes Thema. Gut, sonst abschließende Worte zum Thema Gaming wüsste ich jetzt so aktuell gar nicht. Außer vielleicht, keine Ahnung. Weiß nicht, keine Ahnung. So, das ist auf jeden Fall mir ein bisschen auf dem Herzen gelegen, dass da ein bisschen die Leute ein bisschen mehr, ja, Verständnis haben, dass es auch Konsum sind, dass es auch Spiele sind, dass es, ja, auch Spiele sind, einfach gesagt. Gut, so, das waren jetzt mein
Ich wurde gezeigt, Video. Jetzt zeige ich noch ein paar Leute. Da würde ich mal sagen, ich zeige dich und ich weiß nicht, wen du als drittes, keine Ahnung. Vielleicht mache ich gerade zwei, vielleicht einen, je nachdem. Und wer die Auserwählten sind, seht ihr, wenn ihr auf die, jetzt nochmal, auf die Videobeschreibung klickt. Da habe ich einfach die Namen der Getaggten unten reingeschrieben. Beziehungsweise werde ich dann die Leute sowieso persönlich per PM anschreiben, damit ihr das auch ein bisschen mitkriegen. Muss ich mal gucken, wen ich da eigentlich finde. Ich kenne auch so ein paar kleinere, aber ich weiß nicht mehr, ob die so aktiv sind. Aber ne, da finde ich bestimmt noch ein paar Leute. Auf jeden Fall danke fürs Zugucken, danke, dass ihr mittlerweile über 10 Minuten meine Fresse durchgehalten habt. Solche Real-Life-Videos kommen nicht so oft, da könnt ihr schon mal froh sein. Aber ne, ich wurde getaggt, da kann man den Spaß immer machen. Also, danke fürs Zugucken. In nächster Zeit kommen wieder die regulären Let's Play-Videos. Freut euch einen Schnitzel drauf. Und ja, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Episches Ende.